Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ich habe Urlaub gemacht, 1,5 Wochen tatsächlich, bei meiner Freundin in Bayern und habe das Leben genossen und das Wetter genossen. Und ich kann euch sagen, ich habe natürlich abends trotzdem da gezockt, Rebirth, weil Vanguard Multiplayer habe ich seit bestimmt 2 Monaten nicht mehr angefasst und habe auch kein Interesse mehr dran. Die aktuelle Situation von Call of Duty ist, glaube ich, so schlecht wie noch nie zuvor. Und ich will einmal als Spieler zu euch sprechen und einmal auch als Creator, der es eigentlich sehr gerne macht. Gott sei Dank finanziell nicht darauf angewiesen ist, weil sonst wäre aber absolute Achterbahn jetzt. Als Spieler muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich lange Zeit gedacht, dass niemals ein Spiel gameplay-technisch so schlecht sein kann wie Modern Warfare 19. Und gehe mittlerweile im Stream in Modern Warfare 19 auf Damaskus, weil es mittlerweile einfach mehr Spaß macht, wenn man sich mit dem ganzen dummen Schwachsinn da drin abfindet, als Vanguard, Cold War. Cold War war in Ordnung, war jetzt kein Meisterwerk. Aber Vanguard zum Beispiel ist einfach, dieses Game ist komplett tot. Call of Duty hat ja jetzt gerade einen Bericht wieder veröffentlichen müssen für Investoren. 50 Millionen Spieler haben sie verloren im letzten Jahr. Vanguard hat den schlechtesten Verkaufsanteil in Großbritannien seit 2007. Also eigentlich seitdem diese Franchise existiert. Vanguard ist ein absolut totes Game, was überhaupt keine Liebe hat, was jetzt die neue Season bekommt, die dritte Season. Jede Season geht ja länger als alles, was wir bisher gekannt haben, weil die 6. Season gecancelt wurde. MW19 oder MW22, MW19 Prequel, wie man das nennen möchte, wird jetzt gerade in LA geplaytestet von Leuten mal wieder, die Call of Duty nicht einmal richtig schreiben können. Und einmal ganz kurz, weil es der Sponsor vom heutigen Video ist, Ineva, es gibt hier aktuell eine MVP-VIP-April-Ausgabe. Das heißt, verschiedenste Games, die aktuell so ein bisschen im Trend sind, Elden Ring hat jetzt ja auch mittlerweile viele Probleme behoben, ist ja ein richtig gutes Game, sind hier mittlerweile zum Greifen. Horizon Zero Dawn, die komplette Edition, gibt es zum Beispiel für 13,96 €. Escape from Tarkov, was viele von euch spielen, God of War habe ich gehört, Mario Kart, wenn man Bock hat. Es gibt sehr viele geile Sachen, sehr viele geile Games, Far Cry, meine persönliche Empfehlung, ich habe es wirklich sehr gerne durchgespielt. Schaut mal vorbei, nutzt den Code Chappy, ihr kriegt noch 3% Rabatt, es lohnt sich. Und da bin ich werde hier keinen Namen nennen, aber es gibt Creator und Creatorinnen, sagt man das so in der richtigen Gendersprache, die 365 Tage im Jahr streamen und davon einen Tag Call of Duty streamen und dann, wenn sie dafür bezahlt werden, das zu zeigen. Das ist immer ein Problem, weil der gesamte Fanbase ist ja oftmals auf gewisse Spielchargen irgendwie aus und seltenst, dass die eine große Anzahl von Call of Duty Spielern erreichen. Und es gibt in Deutschland mehr als wirklich große Creator, die seit Jahren mit Herzblut da dran sind, die ich da eigentlich lieber gesehen hätte. Aber gut, es ist ja nun mal so, mir soll es persönlich egal sein. Die Playtests laufen jetzt, die 6. Season Vanguard ist gecancelt worden. Jede Season Vanguard geht aktuell nicht 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, sondern teilweise 10 Wochen. Wir sind immer noch dabei, Probleme zu beheben, so wie Paketverlust seit 6 Monaten, die am Anfang des Games da waren. Und deswegen haben auch so viele in Vanguard einfach das Interesse verloren. Trotzdem kommt jetzt die neue Season mit Operation Monarch dazu, was für Vanguard weniger interessant ist, sondern einfach nur wieder Geld für Activision reinspülen soll, für die Leute, die so wie ich auf Godzilla und King Kong stehen. Operation Monarch, Monarch ist ja in den Filmen von Godzilla und King Kong die Operation hinter diesem Ausgrabung von den prähistorischen Tieren. Guckt euch den Film an. Kong gegen Godzilla, Megafilm, war richtig gut, coole Effekte. Guckt euch die Godzilla-Filme an, guckt euch Kong Skull Island an. Mega gute Filme auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die kommen jetzt, wird so eine Art Interaktion in Caldera sein. Das heißt, ihr spielt eine normale Runde in dieser Playlist und dann zwischendurch kommen Godzilla und Kong und kämpfen miteinander und rütteln alles ein bisschen durch, so wie es jetzt aktuell aussieht. Ja, wer Bock hat, okay, Caldera ist halt ziemlich tot, weil Caldera eine absolute Schwachsinns-Map ist mit so viel Performance-Problemen, dass viele Creator auf Apex umgestiegen sind oder sonstige Games. Vanguard an sich, Season 3, bekommt jetzt trotzdem Content, sagen wir mal Content, nein, das ist eigentlich kein Content. Wir bekommen 2 neue Maps, nur 2 neue Maps, wovon eine
kleine 6 gegen 6 Map jetzt am Anfang gedroppt wird und die andere im Mid-Season-Update, irgendwann in 6 bis 8 Wochen dann wahrscheinlich. Das ist alles an Maps, mehr kommt nicht. Nicht einmal wie in der letzten Season 3 Maps, wovon man 2 nie spielen kann, weil die in der Rotation, wenn man mit der Party spielt, nicht mit drinne sind. Das heißt, wenn ihr euch wundert, warum ihr manche Maps nie seht, wenn ihr mit einem Partner oder mehreren spielt, liegt daran, dass ihr in der Party spielt, dann werden euch manche Maps nie angeboten, angezeigt. Dazu kriegen wir 2 neue Waffen. Ja, das war's. Das ist die Season. Also theoretisch als COD-YouTuber, der mehr oder weniger über solche Dinge berichten möchte, der es präsentieren möchte, ist es Content, mit dem man, wenn man es streckt, 2 Videos machen kann. Das war's. Das heißt, es braucht keiner hoffen oder glauben, dass wir Content-Creator da groß irgendwie auch noch Interesse dran haben, weil Vanguard ist einfach tot. Da werden die Seasons jetzt nur noch abgearbeitet. Man hat sich seitens Activision damit abgefunden. Sledgehammer ist, man muss es so sagen, ein inkompetentes Gaming-Studio mittlerweile. Sie haben das erste halbe Jahr mit WW2 reingeschissen. Sie haben mit Advanced Warfare reingeschissen. Sie haben mit Vanguard reingeschissen. Und ich bin einfach froh, dass wir... Nee, ich freue mich nicht auf das nächste COD. Ich bin da mittlerweile echt stumpf geworden. Ich spiele eigentlich nur noch Rebirth. Ich glaube, ich habe in Vanguard in dieser Season 2 oder 3 Spielstunden vielleicht. Bin trotzdem fast Level 500, weil ich einfach Rebirth spiele, wo XP gar nicht richtig... Also, da funktioniert im Prinzip gar nicht so richtig. Aber wir kriegen ja diese Operation Monarch. Das heißt, für alle Rebirth Warzone-Spieler wird es da nochmal interessant. Godzilla kommt als Bundle, mit Kong als Bundle, mit Mechagodzilla als Bundle. Kauft ihr euch alle 3 Bundle, bekommt ihr dann noch was Spezielles dafür. Kostet am Ende 70 Euro umgerechnet. Das heißt, wenn ihr euch für diese Operation, genauso wie diese ganzen Affen, die sich den Snoop Dogg Skin für 20 Euro gekauft haben, davon haben sie innerhalb von 24 Stunden fast 40 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Mit einem Skin, weil es ein Rapper ist. Snoop Dogg kann sein, dass ihr ihn feiert oder nicht, aber solange wir 100 Millionen Spieler haben, die ja aktiv allem Anschein nach noch spielen und davon jeder 5. oder 6. sich solche Skins kauft und jetzt die Godzilla-Skins kauft und ich weiß es, die droppen und die Leute werden eine Runde später damit rumlaufen. Jedem das seine, aber so lange wird sich in der Franchise nichts verändern. Und darauf läuft es jetzt wieder hinaus, dieses Event. Sie haben jetzt lange ja gesagt, Vanguard kein Trophy-System, was jetzt auch dazu kommt. Das heißt, für Rankplay ist es deutlich eine Verbesserung. Können sie nicht bringen, weil das ist ja unrealistisch, historisch passt das nicht. Ein Trophy-System, Zweiten Weltkrieg hat es nicht gegeben. Man ist ja mittlerweile aber so weit weg von Realismus bei Vanguard, dass man da gar nicht mehr drüber sprechen muss. Also Waffen, die aussehen wie Drachen und Exekutionen mit Zombies und mit Werwölfen und... Es gibt so viele Sachen, die halt mittlerweile Schwachsinn sind. Da ist das Argument einfach nicht mehr gültig gewesen. Operation Monarch wird ein bisschen später als die Season an sich jetzt droppen, nämlich am 11. Mai voraussichtlich. Es wird in Warzone Rebirth vielleicht auch eine separate Playlist für das Ganze geben. Das heißt, wenn ihr von Godzilla und sonstigem nicht genervt werden wollt, könnt ihr auch die normale Caldera-Playlist spielen. Ich habe keine Ahnung, wie die PS4, PS5, Xbox-Konsolen, die unfassbare Probleme mit Warzone haben, weil es so schlecht programmiert ist. Dieser Quellcode ist ja, das hat ja Infinity Ward mittlerweile gesagt, komplett durcheinander. Wenn sie eine Sache fixen, ändern sich 14 andere Sachen und die wissen nicht mehr, was sie da ändern und und. Es ist nur noch ein Überlebenskampf. Und ich will gar nicht wissen, zu was für Performance-Problemen das kommt, wenn die plötzlich animiert Godzilla und Kong aufeinander zulassen. Das heißt, stellt euch drauf ein, Leute, euch fliegen die Konsolen vielleicht um die Ohren, eure PCs vielleicht, ich weiß es nicht. Ich freue mich einfach gar nicht drüber. Ich bin froh, dass jetzt der Playtest für MW stattfindet. Ich bin nämlich interessiert dran zu sehen, was Infinity Ward jetzt nach 3 Jahren dafür ein Game rausbringt. Und dann denke ich aber dran, dass es sich ja in vielen Teilen zu MW19 ähneln soll, was mir schon wieder ganz viel Kopfschmerzen macht. Muss man abwarten, wie es am Ende aussieht. Ich bin ein bisschen gespannt, aber vor allen Dingen, weil ich mit Vanguard einfach seit Wochen abgeschlossen habe, ist ein... Also ich sag's offiziell, Vanguard ist schlechter als MW19 und das muss man erstmal hinkriegen. Ich frage an der Stelle trotzdem, weil es mich persönlich interessiert, freut ihr euch trotzdem noch auf die letzten 3 Vanguard-Seasons oder sagt ihr eigentlich voller Fokus MW19 Prequel, MW22 Remaster, wie auch immer man es am Ende jetzt nennen möchte und
vor allen Dingen Warzone 2, was ja voraussichtlich dann Richtung Februar, März droppt. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Mal gucken, ob ich jetzt über die neuen Sachen ein bisschen noch berichten kann, vielleicht ein bisschen Gameplay mit reinspielen, schaue ich mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ich bin raus.